Hallihallo, Hallöchen hier bei Outward. Hallo zusammen. Wie man sieht, ist unsere wunderbare Holzfällerhütte jetzt fertig. Wir haben hier noch zweimal, dreimal, ich weiß es schon gar nicht mehr, Outtake beim Bauen geholfen. Das gleiche gilt übrigens für unsere Jagdhütte da drüben. Da laufen wir jetzt nicht extra hin, oder? Nee. Wir kommen hier, glaube ich, sowieso noch ein, zwei, drei, sieben Mal vorbei. Bestimmt. Und es hat sich mittlerweile ein neues Problem ergeben. Und zwar leiden unsere Arbeiter an Umbrain-Entzug. Also das ist ja das Zeug, was die rauchen zum Hitze regulieren. Und jetzt sind sie halt süchtig geworden, ne? Und damit die Asche nicht in die Lunge kann. Genau, stimmt. Und auf jeden Fall drohen die Arben... Alter... Die Arbeiter drohen zu gehen, wenn wir denn nicht für Umbrain-Nachschub sorgen. Und es wurde dafür schon ein Feld angelegt, aber wir brauchen Dünger. Ja. Ja, und für diesen... Ja, zeigst du die Quest? Ja, mache ich gleich. Ich wollte mir nur schnell was zu essen schnappen. Das mache ich gerade auch. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich kann den Maisbrei sehr empfehlen. Und das Quallkraben-Jerky. Lecker fein. Okay, so, jetzt gucken wir mal kurz in das Questbuch. So, wie man hier sieht, besorge ein Mürmei aus den Tiefen des Mürmi-Taurus-Baus. Und dieses Ei sollen wir dann in die Schwefelschloti bringen, zu diesem blauen Becken mit den Tentakeln, was wir gesehen haben. Also eigentlich ganz gut, dass wir in der Schloti schon waren. Dadurch wissen wir auch, welches Becken er meint. Und man muss es da reinlegen, scheinbar. Und ich weiß nicht, dann wird es irgendwie mit Mineralstoffen angereichert. Und dann können wir das scheinbar als Dünger verwenden, um den Leuten hier ihren Stoff zu bringen. Irgendwie so. Und er hat uns auch gesagt, der gute Mann, ich weiß nicht, wer war das? Dorian oder wie der heißt? Der hat gesagt, Domian. Domian. Ach, ja. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall hat er gemeint, dieses Ei kriegen wir irgendwo an der Küste. Ja, und wo diese Schwefelschlute ist oder Schwefelhöhle, das wissen wir ja schon. Da müssen wir dann einfach wieder hinlatschen. Das Dumme daran ist, jetzt haben wir so viel geholfen. Jetzt sind alle Monster aber schon respawned, ne? Das respawnt ja alle paar Tage. Das und da ist ja möglich. Gefühlt 3 Wochen jetzt am Bau mitgeholfen haben und total die Schwielen an den Händen haben, was uns ja als Abenteurer normalerweise nie passiert. ja, bin ich gespannt. Das wird interessant. Sowohl in der Schloti als auch jetzt in diesem Nest. Müssen wir gleich auf die Map gucken. An der Guter Küste. Punkt. Tja, die Küste ist leider... Ach, das da. Ist, guck mal, es ist eingezeichnet, ja. Ja, es ist neben dem glimmenden Krater. Das heißt, wir müssen nie ohne Seife nach Westen. Und die Schwefelschlote ist ja gar nicht weit weg. Ja, super. Wo sind wir eigentlich? Wir sind hier. Das heißt, wir müssen ein bisschen nach Nordwesten und dann nur nach Westen, ne? Ja. Ja, dann los. Keine so Zeit So machen verlieren. Wir das. Ja, neue Aufnahmesession. Frisch und fromm sind wir wieder hier angekommen. Das war so klar. Kleiner naja, die sind natürlich auch respawned. Es sind 3 Kugeln drin, eine Ölbombe und Nägel. Nägel! Apropos Ölbombe, ich muss mal diese Splittergranaten probieren. Oh ja. 4 Stück im Sack. Komm, probier mal gleich eine. Na. Aber das Dumme ist, ich kann die ja meistens nicht werfen, weil du stehst immer beim Mob. Ne? Wobei, ja, dann treffe ich 2 Mobs. Gibt doch gar kein Friendly Fire. Ach so, stimmt. Hast du ein Glück. Mhm. Ja, also die Schweine da oben sind schon wieder da. Da freue ich dich, würde ja? Ich mal, die würde ich mal umlaufen. What? Was sind das jetzt eigentlich, Schweine oder Nilpferde? Ich hätte ja gesagt, das sind, warte mal, ich kann doch so ein Ding beschwören. Wo war denn das nochmal? Irgendwo da? Da muss ich mal nach da. Dann mache ich mir aber auch einen Freund. Hausflusspferd. Also sind das Flusspferde. Fluss. Also Nilpferde. So, dass die nicht am Nil leben, sondern im Fluss. Wobei, hier gibt es ja nicht mehr Flüsse. Warum leben die hier eigentlich?
Oh nein. Was? Ich habe sie gepult. Wen? Das Schwein, die, wo bist du eigentlich? Die Flusspferde. Ich renne Richtung, wo wir hin müssen. Westen. Ja. Ja gut. Ah ja, sie sind ja nicht sonderlich schnell. Ja, super. Gut, dass sie jetzt die Brücke blockieren. Ja, renn doch einfach durch. Ja, ich mach ja schon. Du schaffst Mensch das. Hildegard. Mensch, Hildegard. Was ist los Mensch hier? Mensch, Hildegard. Schildegard. Mensch, Schildegard. Ja, und was gibt's Neues? Gute Frage. Mir ist übrigens aufgefallen, in unserer Kiste haben wir ein Bewohnerhirn. Weißt du noch, wo wir das gefunden haben? Ja, bei dir. Du hörst es gerade nicht, aber ich lache gerade. Ja? Ja, aha. Ich gucke ganz fröhlich und lache über deinen wirklich gelungenen Witz nicht. Sehr gut. Nee, ich kann dir leider nicht sagen, wo wir das her haben, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme hier mal ein bisschen Zeug mit, ne? Was haben wir denn hier? Ambrein. Ah ja. Ambrein geht auch immer. Ich muss erstmal ihn rochen hier. Fang bloß nicht damit an, sonst geht's dir wie den Arbeitern. Ja. Zu spät. Aber es ist witzig, dass hier Rauchen gesund ist eigentlich, ne? Mehr oder weniger. Ja. Oh, hier ist nochmal Ambrein. Mensch, du hast kein Auge fürs Zeug. Das ist wieder so ein Wendigo, der kein Wendigo ist. Ah ja. Du weißt schon, dass wir in Richtung Westen müssen, ne? Ja, ich bin in Richtung Westen unterwegs. Ach so. Dann bin ich an dir noch vorbeigelaufen, weil dein grüner Punkt. Oh, ich habe ein Qualkrabbennest gefunden. Ich nehme mal ein Ei raus. Ja, ich nehme hier noch Regenbogenpfirsiche mit. Auch lecker. Lecker, lecker. Mensch, das ist eine richtig kulinarische Reise heute hier. Das ist immer eine kulinarische... Oh, da sind ja zwei so Wendigo-Dinger. Krass. Ist hier irgendwo ein Nest, oder? Scheinbar. Bin hier am Giebel entlang. Nein, ich möchte auf dem Giebel gehen. Nein, wieso rutsche ich jetzt runter? Mano. Komm mal lieber hier an den Start. Wo bist denn du hin? Ich sehe dich da hinten. Du bist zu südlich. Du bist zu nah am Windklüngelturm. Ich bin super. Das ist aber eine Frechheit. Ich habe Kampfmusik. Ich hoffe, das ist nicht so ein Wendigo-Ding. Ich würde ja helfen, aber nach der Beleidigung tue ich mich schwer. Welche Beleidigung denn? Tja, du bist zu weit am Klüngelturm. Das unterstellt ja, dass ich doof bin. So, nein, warte mal. Nur nee, da ist gar nichts. Da ist gar nichts hinter dir. Naja. Rennst vor deinem eigenen Schatten davon. Ach, wie zielgerichtet ich unterwegs war. Komm mal hierher. Nein. Nein. Wieso habe ich denn einen Chakram ausgerüstet? Ich kann gar nichts damit anfangen. Wie witzig eigentlich. So. So, hinein. Ich buff mich erst drin. Tja, das ist dein Problem, weil drin gibt es ja einen anderen Gebietsbuff als draußen, ne? Ja, und meistens ist der drin passender. Haha. Ja, aber dann hast du beide. Sag mal, sind die Myrmitaurus vielleicht, oder Myrmitauren, sind das die, die aussehen wie Wendigos? Das wäre übel. Weiß ich nicht. Wieso wäre das übel? Ist doch egal, wie sie aussehen. Verurteilst du nach ihrem Aussehen? Nein, ich habe nur Angst. Ich habe Angst. Ja. Okay. Guck mal, hier also liegen Maden am Boden. Kannst du dir noch eine nehmen für den Weg? Gebietsbuff hier ist vollendes Schaden und Widerstand. ZK. Ah ja. FYI. Ries. Ist das ein großer? Ja. Eieiei. Oh nein, er hat dich schon gesehen. Oh, er kommt. Oder? Er hat dich schon gesehen, Mann. Gar nicht wahr. Natürlich. Da kommt er. Macht der den Hyänen-Sound? Habe ich das gerade richtig gehört? Ja. Oh. Aua. Oh,
Schloch. Oh, ich komme hier nicht weg. So. Eieiei, die sind schon nicht ganz ohne, oder? Mhm. Aber er hat 3 Alpha-Fleisch und eine Mürmzunge. Mürm. Was, ne, was für ein Ding? Mürmzunge. So, ich muss erstmal ganz schön Mana rausgehauen hier bei dem Ding, ey. Ja, wenn das ein Nest ist, dann war er wahrscheinlich nicht der Einzige. Meinst du? Aber das Ding sieht cool aus, die Höhle, gell? Ja. Hat so ein bisschen was von Bienenstock. Stimmt, da hinten ist ein Gang und hier ist nochmal ein Gang, oder? Ein Gang. Jo. Ja. Nehmen wir den grünen Gang. Ja, gehen wir erst in den grünen Gang. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, ob ich auch Apps buffen will. Was machen die für Schaden? Fäulnis tatsächlich? Weiß nicht. Oh, da ist auf jeden Fall noch eine. Oh, jetzt benutze ich mal meine Knarre. Ha. Ich gucke erstmal, ob hier nur einer ist, weil nicht, dass wir hier in 2 oder 3 reinrennen. Das wäre suboptimal, sag ich mal. Das wäre übel. Das wäre übel. Hier ist eine Leiche. Mit Popcorn in der Tasche. Ah, ja, eine Leiche? Eine Leiche mit Popcorn. Der wollte gucken. Ja, da unten ist einer. Was wollte der gucken? Das weiß doch ich nicht. Ich werde jetzt mal die Schuhe wechseln. Soll ich hier so ein Dings hin machen? Eine Falle? Ja, das auch, aber diesen Kreis. Ja, kannst du machen. Gut. Pullst du ihn? Ja. Oh Gott. Ui, der ist angepisst wegen der Falle. Ja. Warum hab ich denn jetzt die scheiß Akku? Ich hab sie dir schon abgeluchst. Mach nochmal. Sehr schön. Ach, daneben war ja klar. Ach, scheiße. Er brennt. Nice one. Ah, voll reingerannt. Oh. So, oh, den Rest machen wir jetzt. Nicht gleich. Ja, mach mal. Ich muss mal kurz in mein Leben rennen. Er ist tot. Puh. Oh, was habe ich da? Ausdauer. Also, ich kann heute nicht reden. Ausdauer, Regeneration minus 100 für 30 Sekunden. Ui. Okay, er hat leicht brennbare. Er hat eine Mürmzunge mit leicht brennbarem Öl bedeckt. Und rohes Alpha-Fleisch. Naja. Mürm. 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 Also heute hat es wunderbar geklappt mit dem Kreis. Jetzt gerade. Ja, aber es klatscht bei denen nicht so richtig, gell? Finde ich. Ich finde, 3-mal reinbollern ist schon hart. Pilzen gibt's hier viel, ne? Mhm. Oh, hier gibt's einige Gänge. Ich guck mal kurz hier hoch. Hier gibt's mal wieder eine Leiche. Ah ja, mit einer Regenbogenstulle. Geil. Was ist das hier? Okay, irgend so ein Glibber. Oh, da ist ja noch eine Leiche, sag mal. Die Leiche hat ein Milizschwert. Okay. Und Tränke ohne Ende. Ja,
In Beutel verschieben, so. Ich muss immer mal gucken, was ich hier immer für Tränke einsammle. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ein bitterer Trank, der größere Stärke verleiht, aber den Statuswiderstand verringert. Ah ja. Okay. So, hier gibt's einige Gänge. Ich würde mich gerne im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn vorarbeiten und hier in dem Gang anfangen. Okay. Also 8:30 fangen wir an. Fast. Ganz schön große Knochen liegen hier rum. Hey. Eher 2:30. Okay, hier geht's nach Caldera. Ja, von hier sind wir gekommen, oder? Nee, wollen wir mal kurz gucken, wo man da rauskommt? Ih, guck mal, da hängt ein Rotztropfen von der Decke. Ja, können wir. Weil ich habe aus dem Spitzturm des Lichts gelernt. Aus dem Schwitzturm. Aus das dem hast jetzt du gesagt. Ich weiß, ich hab's aber verstanden. Schwitzturm des Lichts. Ja, hast du etwa Lust auf Sauna? Ja, scheinbar. Scheinbar hätten wir das irgendwie suggeriert. Da haben wir ja auch gedacht, das ist ein anderer Ausgang. Dabei war das ja der Ausgang zu dieser Ebene, wo wir dann eigentlich hin mussten, um den Spitzturm des Lichts zu deaktivieren. Den oh, das ist eine Schnecke. Oder hinten ist eine Probe. Die hole ich kurz. Ich bewege mich dann aber auch mal ein bisschen weg. Maulwurf, Schwein. Ist oh, hast du eine Harpune dabei? Natürlich. Doch, Maulwurf, Schwein zählt ja auch als Probe. Zack. Und schon habe ich die kleine Sau. 6 Kilo wiegt der Freund, ne? Ganz schöner Wuchtbrummer, hey. Ganz schöner Fettsack. Was? Ja, der verstopft mir ganz schön den Rucksack. Ich taufe ihn jetzt Bernd. Wieso denn Bernd? Wieso nicht? Das ist mein Taschen-Bernd. Der ist für Ordnung zuständig im Rucksack. Ist kein Scheiß. Bernd sorgt immer für Ordnung im Rucksack. So. Ach ja. Geht nicht sogar in der Beschreibung dabei, dass es sich in einem Rucksack wohlzufühlen scheint? Ja, eben. Deswegen sage ich ja. Es sorgt hier für wohlige Atmosphäre in meinem großen, großen Rucksack. Übrigens ist meine Pistole aus Kirchenfenstern gemacht. Aha. Das heißt, in irgendeiner Kirche zieht's jetzt. Ja. Weil du eine Pistole haben wolltest. Ja. Eieiei, wie unhöflich für die Gläubigen. Sitzen die sonntags im Zug, da holen die sich ja den Schnupfer. Dank dir. Ja. Aber der Glaube an Gott wird sie schützen. Hier ist alles blutig. Gut. Okay. Ist nicht blutig. Schimbeer. Himbeer? Himbeer. Das heißt, hier ist irgendwo ein Himbeernest. Okay, wieder gegen den Uhrzeigersinn, bitte. Jawohl. Das ist hier wieder eine Probe. Steinmantel! Hä? Hängt er da fest? Ja. Weiter so. Voll erschossen. Bist schon an die Großjäger gegangen, hä? Großwildjäger. Ja, mir war danach. Oh, hier oben musst du hin. Hier gibt's Palladium. Palladium. Und Eisen. Der Hase, der ist so irre. Deswegen heißt er ja auch Fieber. Ein kleines Ferkel. Gar kein Schwein, ist ein Ferkel. Ist ein kleines Schwein, gell? Ja, es fühlt sich sehr wohl in meinem Rucksack. Hast du hier die Probe schon raus, ja? Ja. Naja, du grabst dir aber auch alles, ne? Wo willst denn du hin? Wollen wir nicht da noch hoch? Oh, der sieht anders aus. Wir kommen von da. Mein lieber Nekro. Ah, stimmt. Da war der blutige Gang, du hast recht. Da unten der Myrmotaurus sieht anders aus. Mhm, warte mal kurz, ich werde mir mal die Granaten auf einen Schneelschlot zuweisen.
Dann kann ich mal eine Granate werfen, gell? Hi-yo. So. Auf zum Atem. Macht der auch Feuer? Der sieht eher nach Gift aus. Naja. Wollen wir Fallen stellen? Okay. Also, weiß ich nicht. Willst du Fallen stellen? Ja. Wollen wir? Er kommt schon. Er hat dich gesehen, ja. Ne? Nee, er rennt hier hinterher. Ich habe keine Kampfmusik. Ich auch nicht. Oh, er meint doch mich, glaube ich. Jetzt kommt er zu dir. Mhm. Oh, scheiße. Kannst du mal was tun, um die Akro zu ziehen, anscheinend mit der blöden Pistole darum zu machen? Was? Das ist auch Akro ziehen? Nee. Die klatscht ja gar nicht. Verdammt. Egal, was ich mache, das klatscht nicht. Also so geht's nicht. Komm nie rechtzeitig weg. Ich muss hier erstmal mich heilen, sorry. Oh, was macht der blöde Charakter denn? Hallo? Ach, dann nehme ich halt einen Heiltrank. Oh, verdammt. Nimm dir mal einen Heiltrank. Ja, ich muss halt gucken, dass ich Land gewinne. Ja, komm, dann renn noch mal ein Stück weg. Komm, ja, komm, zurück. Ja, weiter zurück. Mich nicht. Du. Ja. Ich sag nichts. Hab ihn doch schon genommen, den Heiltrank. Damm mich nochmal. Ah, shit. Bin tot. Oh, echt jetzt? Du hast ihn gleich. Ja, du hast ihn gleich. Ja, ja. Er hat mich gleich, meinst du? Ich muss erstmal Land gewinnen. Er hat dieses Ausdauerregeneration minus 100 bei mir gemacht und dann ist es echt schwierig. Oh Gott, er ist tot. Halleluja. Alter, der hat einen Schlüssel gehabt. Torschlüssel für irgendwas. Ah ja. Alter, Scheiße. Der hat auch mehr weggesteckt als die anderen, oder? Ey, sein Drecksack. Ohne Witz. Aber irgendwie manchmal macht der Charakter aber auch nicht das, was er soll. Ach, jetzt geht's mit dem Heilungszauber. Oh, so ein Dreck. Echt, manchmal. Da werde ich fuchsig, ey. Weißt du, drückst du die richtigen Tasten und er macht irgendwas. Naja, weiß drum. Aufreger hilft dir auch nichts. So. Schön. In der ganzen Hektik habe ich die Granaten vergessen. Klassiker. Scheiße. Ja. Heieiei, ganz schön viel Mana schon wieder verbraten. So. So, auf den Schreck muss ich erstmal ordentlich was essen. Das habe ich gesehen. Da sind die Eier, ich sehe sie. Ah, das war also Mutter. Mutter Miranda, ha? Mutter Miranda? Resident Evil? Nee, die habe ich jetzt nicht gemeint. Miranda fiel mir nur so ein, aber... Nest mit mir um Eiern. Misamipode, oder wie die heißt. Wie heißen die nochmal? Miasmapode. Dieses Nest enthält einen riesigen Haufen Myrmitaurus-Eier. Ein paar zu entnehmen bringt ihr Ökosystem bestimmt nicht aus dem Lot. Du packst eins ganz vorsichtig ein.
Ja, ich pack so lange das Zeug ein, was die Leichen haben. Und ich pack mal die Sachen aus der reich verzierten Truhe ein. Oh, guck mal, geschmiedete Glaspistole, die meinst du, gell? Ja. Also, hier drin ist Golem-Elixier, ja, Widerstandstrank, großer Smaragd und ein stumpfes Prisma. Ein seltsames Prisma könnte in Verbindung mit etwas anderem zu einer Schlagwaffe gemacht werden. Ah ja. Ja, cool. Das ist ja fein, ne? Kann ich hier auch noch ein Ei mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Sonst gab es hier nichts mehr, oder? In der Höhle? Nee, nur wieder diese Leiche, die hier im Stein gefangen ist. Blutpilz. Die sehen aber auch bitter aus, gell? Ja, sieht schmerzhaft aus. Warst du auf der anderen Seite schon? Da ist auch noch so eine Leiche. Hey, da hat doch eine Tasche, da muss doch was drin sein. Ja, da war ich gerade. Okay, wieder was dazugelernt. Aber die Dinger sehen echt merkwürdig aus, gell? Diese in Stein geschmolzenen Leichen? Nee, die einen hier angreifen. Ach, die Mürm. Weil die schlagen ja erst mit ihren beiden Vorderpfoten und dann mit diesem, ich weiß gar nicht, was das sein soll, Kopf, Arm, was auch immer, Schere. Ja, echt strange. Und dann noch dieser Kreis auf dem Boden, der ist echt fies. Die sehen auch echt merkwürdig aus. Man weiß gar nicht, wo sind denn die Augen von denen und irgendwas. komische Tiere. Naja, ich will ja niemanden verurteilen. So, wo bist du jetzt hin? Richtung zurück, ja. Ich glaube, es gibt auch noch einen unerkundeten Gang. Gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Sehr gut. Weil hier oben kommt man... Ja, da sind wir hergekommen. Das heißt, da links waren wir noch nicht. Ich laufe dir mal nach, ne? In guter alter Manier. 27 Minuten übrigens schon, ne? Nur so mal am Rande eingeworfen. Oha. Hast du einen grünen Pilz übersehen? Oh je, durch die großen roten Pilze übersehen. Ich nehme mal einen mit, ne? Für später. Weil ich einen Appetit krieg. Oh, hier war eine Party. Wieso zelten die auch hier drin? Weiß nicht. Ah ja, da ist, was ist das denn? Geräucherter Püferfisch, okay. Vagabunden-Chili, geil. Vagabunden-Chili, okay. Voll gut, wollen wir vielleicht mal die Folge wechseln? Hast du Lust? Weiß nicht, vielleicht sind wir hier ja schon gleich durch. Egal. Sehen wir ja dann in der nächsten Folge. Weißt du, wenn es danach geht, kannst du 3 Stunden Folge machen. Ja, noch eine Höhle, okay. Machen wir noch. Eine Höhle noch, komm schon, eine noch. So, also gut, ja. Meine Lieben, ein Däumchen wäre ein Träumchen, wie immer. Und ja, wenn ihr sehen wollt, welche Geheimnisse sich noch hier in der Höhle verstecken, dann schaltet wieder rein. Ja, danke. Auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank und ja, bis gleich. Ciao.